Hey Chris, sind deine Samen und dein Gemüseanbau biozertifiziert? Diese Frage bekomme ich öfters und sie ist auch berechtigt für Menschen, die neu auf meinen Kanal oder auf meine Webseite stoßen und sich ein bisschen bei meinem Shop oder auch meinem Saatgut umschauen und dann einfach mal fragen, ob ich biologisch denn auch anbaue, weil sie zum Beispiel meine Videos nicht gesehen haben. Und das auch von offizieller Seite bestätigt worden ist. Was mich nervt, sind Menschen, die mich einerseits länger verfolgen und wissen, wie ich das Obst und Gemüse anbaue oder dass Leute in einer Permakulturgruppe fragen, wahrscheinlich mit dem Verdacht, ob ich doch nicht irgendwelche Gifte bei mir im Garten nutze. Mir ist klar, dass immer mehr Menschen sehr großen Wert auf einen biologischen Anbau legen und schauen halt dann zum Beispiel auf solche Siegel wie Demeter oder auch Naturland, damit sie eine hundertprozentige Vergewisserung haben, dass hier zum Beispiel Natur auch gefördert wird, ohne dass sie jetzt hier große Recherchen beim Landwirt machen müssen, da irgendwie vorbeischauen oder sonst irgendwas. Vor allem bei diesen Verbänden werden hohe Anforderungen gestellt, dass da wirklich auch alles koscher ist. Von der subtilen Manipulation. Lass es mich ganz kurz erklären, was ich denn damit meine. Im Supermarkt findest du allerhand von Lebensmitteln, die von außen her unbedenklich ausschauen, keine Fraßstellen haben, keine Unebenheiten, schauen richtig schön perfekt aus und der richtigen Touch bekommen sie dann noch durch das perfekte Licht. Diese Produkte schauen zwar von außen recht schmackhaft und unbedenklich aus, allerdings sind viele von diesen Sachen aus der konventionellen Landwirtschaft und der Grund, warum die jetzt zum Beispiel keine Fraßstellen haben oder keine Unebenheiten oder irgendwelche schwarzen oder braunen Stellen, liegt einfach daran, dass halt hier mit sehr viel Gift gearbeitet worden ist, also mit Pestiziden, mit Herbiziden und so weiter. Oder Produkte aus der Massentierhaltung, wo die Tiere auf kleinsten Raum zusammengefercht werden. Man gibt ihnen Medikamente, Wachstumshormone und das kommt natürlich auch mit ins Essen zurück. Das Problem, was ich dabei sehe, ist, dass solche Lebensmittel, die unter solchen zerstörerischen Bedingungen angebaut werden, nicht gekennzeichnet werden, dass solche Praktiken genutzt werden. Eher ist es dann so, dass ich dann biologische Produkte kennzeichnen muss, beziehungsweise ich nachweisen muss, dass ich keine Gifte oder ähnliches draufgeworfen habe. Und das verzerrt leider unsere Wahrnehmung und führt auch dazu, dass wir uns auch vor Käufen weigern von nachhaltig angebauten Lebensmitteln, von zum Beispiel einem Bauern von nebenan, der sich aber diese Biozertifizierung nicht leisten kann. Hier eine kleine Geschichte dazu. Von einem regionalen Urproduzenten bei mir aus dem Dorf. Ein ökologisch bewusstes Ehepaar kam zu ihm und wollten von ihm Obst und Gemüse kaufen. Haben wir auch dann sofort gefragt, ob er denn eine Biozertifizierung hat. Denn die beiden haben wirklich ausschließlich nur beim Bioladen eingekauft und kaufen nur Produkte, die halt biologisch zertifiziert sind. Er entgegnete ihnen, dass er kein Biozertifikat hat, weil es halt einerseits sehr teuer ist und recht aufwendig mit den ganzen Prüfungen ist. Dann müsste er wieder weitere Leute einstellen und die finanziellen Kapazitäten hat er halt nicht. Allerdings hat er offen und ehrlich gesagt, dass er sehr viel Handarbeit nutzt, dass er den Boden pflegt und auch hier keine Gifte versprüht. Er war sogar bereit, dem Ehepaar seine Anbaufläche und auch seine Anbauweise zu zeigen. Das hat leider nichts gebracht. Die beiden haben den Hof wieder verlassen, ohne irgendwas einzukaufen. Diese Geschichte sagt uns, dass Menschen schon diese Denkweise entwickelt haben, dass nur biologisch angebautes Obst und Gemüse gesund und nachhaltig ist. Alles andere, da ist bestimmt irgendwie Chemie, Gift oder sonstige Ausbeutung in der Natur vollbracht worden. Diese Denkweise ist einfach nur falsch. Ich kenne sehr viele Kleinbauer, die eine wunderbare Arbeit machen, die nachhaltiges Obst und Gemüse in ihrem Maße anbauen, Verzicht von jeglicher Gentechnik und auch Chemie, sich aber diese Biozertifizierung nicht leisten können, weil es halt ein enormer Aufwand ist, die ganze Bürokratie dahinter. Und wie ich ja vorhin erwähnt habe, dafür brauchst du Zeit, dafür brauchst du Geld, eventuell noch Angestellte und auch diese Prüfungen, da werden auch zum Teil Sachen geprüft, die meines Erachtens nach, auf welche Geschichten ich da zum Teil gehört habe, völliger Irrsinn sind, die ja wenig damit zu tun haben, wie ich mein Obst und Gemüse anbaue, sondern einfach nur, wie das Vordach, die Dachrinne beim Schweinestall irgendwie ausschaut. Und wenn ich zum Beispiel die Leute frage, was sie denn unter dem Bioanbau verstehen und ihnen dann auch erkläre, wie ich das zum Beispiel mache, beim Permakulturprojekt, also viel Handarbeit, Bodenmulchen, Nützlinge ansiedeln, Totholzhecken, wilde Ecken aufbauen und so weiter, dann sagen dann die Leute, das stellen sie sich unter Bio vor. Und wenn man sich dann etwas größere Biobetriebe anschaut, dann sieht man, dass sie halt jetzt nicht so eine Anbaumethode wie ich habe, weil es halt sehr viel Zeit in Anspruch nimmt, sehr viel Geld, sehr viel Ressourcen und auch sehr viel Pflege. Im biologischen Anbau sind auch einige Sachen erlaubt, wie beispielsweise, dass man da auch Kupfer spritzen darf. Und da kenne ich auch einige Landwirte, die es auch damit übertreiben und dann mal, wenn es sein muss, ein bisschen mehr spritzen. Schwefel wird da auch gespritzt. Es wird da auch gepflügt,
Da wird auch der Boden offen gelassen. Da gibt es auch wenig Mischkultur. Manchmal wird auch sehr viel Monokultur angebaut. Also solche Praktiken gibt es ja weiterhin im biologischen Anbau. Zumal es sehr viele schwarze Schafe auch in dem Bio-Bereich gibt. Einfach nur behaupten, dass sie biologisch anbauen, was so einfach nicht stimmt. Es gibt ja auch zigtausende Bio-Siegel, die unterschiedliche Standards haben. Manche schärfer, manche nicht. Also es gibt hier auch keine einheitliche Vorgaben, was denn jetzt Bio ist und was auch nicht. Und wenn wir dann über See gehen und zum Beispiel Lateinamerika anschauen, dann könnte man da das Kotzen bekommen, denn was die zum Teil für ein Bioverständnis haben, ist sehr beachtenswert. Ich habe mal für einige Monate in Costa Rica auf einer Kaffeefarm gearbeitet. Die haben sich selbst als Organic bezeichnet, also das ist bei uns hier biologisch, einfach nur übersetzt. Und die haben ihren Kaffee ordentlich gespritzt, der Boden war komplett tot, da ist nirgendwo ein Beikraut aufgegangen, alles offen. Vor allem wenn dann die Regenzeit kommt, dann wird auch der ganze Boden mit weggeschwemmt und da haben sie auch noch Orangen und Avocados mit angebaut. Die wurden auch alle 2 Tage gespritzt, weil wenn da mal wieder irgendwelche Insekten kommen, werden die angeknabbert und die Leute kaufen keine Avocados oder Orangen, wo da so kleine Fraßspuren sind, aber die Frucht innen verrückt ist. Das ist schon wieder so eine komplett andere Welt. Das Bio-Siegel oder auch das Label als Organic wird halt sehr gerne als Marketing-Tool genutzt, um halt hier einfach den Leuten vorzugaukeln. Man tut etwas für die Natur, man ist nachhaltig, um halt hier auch einen Verkauf zu verbessern, beziehungsweise auch hier einfach den Umsatz zu steigern, weil wir halt hier durch den ganzen Klimawandel und auch die Klimapolitik die Leute halt immer einen größeren Wert darauf legen und auch bereit sind, mehr zu zahlen. Und das finde ich das Traurige daran. Kann dann sein, dass du Produkte kaufst, von denen du glaubst, die seien biologisch nachhaltig im Sinne der Natur angebaut worden, gibst du auch dann dementsprechend mehr Geld aus und letztlich wird dann die ganze Scheiße auch in der konventionellen Landwirtschaft da auch mitgenutzt, Natur zerstört, Chemie vielleicht auch noch eingesetzt, Gifte, Pestizide, was auch immer, einfach nur um halt Geld zu verdienen und die Produkte, die jetzt kein Bio-Siegel haben, die vielleicht ein bisschen krummer ausschauen, vielleicht Fraßstellen haben oder sowas und nur wegen der Bio-Zertifizierung werden diese Sachen halt nicht verkauft, obwohl sie günstiger sind und wahrscheinlich auch gesünder und du hilfst sogar noch regionalen Landwirten besser auf. Jetzt ist deine Meinung gefragt. Wie stehst du zu Bio-Siegeln und vertraust du ihnen auch zu 100%? Gerne unten in die Kommentare schreiben, würde da sehr gerne mit euch diskutieren. Sonst findest du hier noch an der Seite 2 weitere spannende Videos, wie du zum Beispiel auch dein eigenes Obst und Gemüse anbaust, wo du kein Bio-Siegel unbedingt brauchst, aber dir zu 100% sicher bist, dass es qualitativ hochwertiges Obst und Gemüse ist.